Bereich Bodyguard von Burlington. Dankeschön, Paul Justin. Er ist sehr talentiert, hat ganz viel Gefühl. Schlussendlich kann ich jetzt sagen, nach heute, es war sehr schön für mich. Ich habe sehr gemocht die letzten, was waren das, 9 Tage hier. Also Pferde bedeuten mir alles. Ich könnte mir, glaube ich, kein Leben ohne die Pferde vorstellen. Sei es, ob es mein bester Freund ist oder als Sportpartner, die bedeuten mir wirklich alles und eben ohne sie geht es ganz bestimmt nicht. Ich habe meine beiden Pferde Dunkelbunt und Bodyguard dabei. Mit Dunkelbunt war ich jetzt schon ein paar Mal beim Exzellenzprogramm und ich muss sagen, wir haben uns in der Zeit sehr entwickelt. Dunkelbunt ist bei uns jetzt schon seit 6, 7 Jahren. Wir haben den als 5-Jährigen gekauft und da war ich, glaube ich, noch 13. Also ich und er sind über die Children, Junioren und jetzt junge Reiter zusammengewachsen. Und es freut mich jetzt immer wieder, wenn wir uns einfach nochmal verbessern. Und ja, er ist wie mein bester Freund, meine treue Seele seit jetzt schon vielen Jahren. Und ich bin sehr stolz auf ihn, was wir jetzt da in dieser Zeit beim Exzellenzprogramm erreicht haben. Und mit Bodyguard, das ist mein anderes Pferd, reite ich hier am Turnier. Das ist mein Erfolgspferd seit den letzten 2 Jahren. Mit ihm habe ich letztes Jahr auf der EM 2 Einzelbronzemedaillen gewonnen bei den Junioren und dieses Jahr gleich nochmal 2 Einzelmedaillen. Das war einfach unglaublich. Bodyguard ist ein extrem motiviertes Pferd. Er ist wirklich ein Bodyguard, wenn man das so will. Er will immer alles unter Kontrolle haben. Und er ist schon ein Hengst, aber auf der anderen Seite ist auch immer wieder, wenn er dann in Kuschelphase ist oder Stimmung ist, dann ist also wie ein kleiner Teddybär, unser Paddington-Bär, sagen wir dann immer. Ja, ich hatte schon immer sehr viel Kontakt mit Pferden, dadurch, dass meine Mutter auch sehr erfolgreich geritten ist, beziehungsweise sie reitet jetzt noch immer. Und wir waren von Anfang an da in den Reitsport eingebunden. Und früh habe ich begonnen mit Pferden bzw. Ponys. Mein erstes Pony war geheißen Pocky, das war ein Isländer Pony. Und ja, das war, glaube ich, mit 3, 4 Jahren, dass wir da unser erstes Pony hatten, ich und meine Geschwister. Und dann bin ich da langsam reingewachsen. Naja, das Exzellenzprogramm kannte ich vorher eigentlich nur von ein paar Kollegen von Instagram. Und ich habe mir schon damals gedacht, oh, das schaut cool aus. Aber als ich dann den Anruf bekommen habe, ob ich mitmachen will, habe ich natürlich gleich ja gesagt. Und dann, als ich das erste Mal da war, war ich schon ein bisschen nervös. So, wer sind die Menschen? Ich kenne da niemanden. Aber es ist alles perfekt aufgegangen. Also wir verstehen uns echt gut alle. Es ist wie so ein kleines wie so eine Klassenfahrt in der Art. Und zu den Workshops kann ich nur sagen, es ist sehr vielfältig. Nebenbei, wir haben ja Mediatraining, wir haben Mentaltraining oder auch über Essen bzw. Ernährung haben wir schon mal gelernt. Das finde ich definitiv sehr hilfreich und die waren auch immer sehr interessant gestaltet, die Workshops. Und auch zum Sport, ich glaube schon, ist das einen weiterbringt. Wir haben auch Übungen bekommen für zu Hause und da bin ich schon sehr dankbar, dass ich diese Möglichkeit bekommen habe. Und ja, im Ganzen macht das Programm einfach nur Spaß. Ja, er ruft jetzt erstmal seinem Kumpel hinterher. So. Ein paar Übergänge. Hoppa. Na, war an die Balustrade gekommen. Springpferd ist empfindlich. Anzumachen links. So. Gut. Guck mal, was für ein schöner Übergang. Und
nimmst ihn ruhig mal auf, so als ob du ranreiten, 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 aufnehmen, aufnehmen. Nur nicht kriechen, dann weiter, bisschen wieder weg, bisschen, genau, zur Hand hin. Naja, zum Training mit Isabel. Isabel ist natürlich die Queen of Dressage und das merkt man auch bei ihrem Training. Sie hat einfach Tipps, die kann man nur von so einem, von ihrem Reiten haben. Also sie sagt auch teilweise Sachen, wo ich mir gedacht habe, boah, also das ist jetzt mal wirklich was Neues. So, Wechsel auch gut. So, klein, biegen, runter, runter, runter. So, gut. Rechter Zügel. Immer wieder über den rechten Zügel. Rechtes, genau, rechter Zügel, rechter Schenkel. Von außen da rankommen. Gut, gut, gut. So, dann machst du mal einmal eine Schrittpause. So, an die Hand rein. Gut so. Gut so. Ja, Paul Yüpsel ist ein extrem ausgeglichener, in sich ruhender junger Mann. Und ich muss sagen, das ist schon bewundernswert. Er ist eine extrem freundliche, höfliche Art und es macht Riesenspaß, mit ihm zu arbeiten, weil er auch so einen gewissen Witz und Humor hat. Also er ist immer den Schalk trotzdem im Nacken, obwohl er so ausgeglichen wirkt. Und er ist sehr talentiert, hat ganz viel Gefühl und sitzt mit einer unheimlichen Ruhe und Souveränität auf dem Pferd. Also es lässt ihn nicht so schnell irgendwas so emotional aus der Ruhe bringen, was für sein Alter sehr, also nicht gewöhnlich ist und toll zu sehen ist, wie er auch mit den Pferden umgeht, wie er sich darauf einfühlt. Also das macht riesen Spaß und ich glaube, da hat er auch noch viel vor sich. Ja, hier für die Aachen Youngsters ist er natürlich top aufgestellt, weil er mit Bodycard am Start ist. Ich meine, die beiden haben im letzten Jahr bei der Europameisterschaft eine Einzelmedaille ergattert. Von der Warte her, glaube ich, ist er hier mit ganz vorne dabei, hoffe ich. Drücke ihm die Daumen. So, maximal so. Gerade richten, langsam, runter, rechts, 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 rechts. So, so. Außer, dass du 2 Meter weggesprungen bist von der Linie, war die Pirouette als solches gut. Nochmal Außenparade, jawohl. Und innen weich. Auch nochmal Außenparade. So. Links, Rechtsparade, linkes Bein. Rechtsparade, linkes Bein. Ja! Das ist besser. Fließen, 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 fließen. Ja, ein bisschen zu doll am inneren Zügel. So. Ja, Isabel ist definitiv ein Vorbild. Ich glaube, fast für jeden Reiter, was sie erreicht hat, das reicht man so schnell definitiv nicht. Und dann beim ersten Training, natürlich hatte ich so ein bisschen ein mulmiges Bauchgefühl, war ein bisschen nervös, aber als wir dann zu reiten begonnen haben, hat es sofort geklickt und es hat einfach nur Spaß gemacht. Und ja, also ich glaube, man hört eigentlich diese 3 Tage, die wir da immer haben am Stück, höre ich jedes Mal eigentlich bis jetzt mit einem positiven Gefühl auf und auch, dass wir uns jedes Mal einfach verbessert haben, das freut mich einfach. Von wo kommt man da? Von hier um die Ecke. Von hier hinten um die Ecke? Ich schau mal nach. Hallo. Danke. Danke. Frisch? Ja, wir hatten einen sehr guten Wettcheck. Bodyguard war sehr frisch, was ja aber auch gut ist, dass er Energie hat fürs Turnier. Und ja, jetzt freue ich mich schon auf den Start heute Nachmittag bzw. Abend. Naja, also ich und Bodyguard haben jetzt seit der EM, die war im Juli, kein Turnier mehr zusammen gemacht.
hat noch eine kleine Pause. Ich will, mein Ziel für dieses Turnier ist zuerst einmal schöne Runden zu drehen, mit denen zuerst einmal ich zufrieden bin. Und in erster Linie will ich das Turnier einfach genießen. Das ist so ein schönes Turnier hier, ein hoffentlich schöner Saisonabschluss. Also ich freue mich jetzt schon, heute Nachmittag in die Halle einzureiten. Und ja, ich bin natürlich auch sehr ehrgeizig. Also hoffe ich, dass wir da ein paar schöne Platzierungen erreichen können dieses Wochenende. Also ich hoffe sehr und glaube, dass er noch von sich reden machen wird und die ganze Familie steht dahinter. Die Schwestern sind super engagiert. Also ich glaube, wir werden Jöbstl den Namen noch uns merken können. Er ist sehr, sehr, als Bruder ist der Paul sehr, sehr hilfsbereit. Er ist wirklich immer für mich da. Am Turnier, egal ob er auch selbst startet, er fiebert immer mit mir mit und ist beim Abreiten dabei, gibt mir Tipps. Er ist wirklich ein richtig, richtig lieber Kerl. Und reiterlich finde ich ihn sehr, auch zu Hause, bewundernswert, weil er wirklich, obwohl er so groß ist und auch sehr stark, immer sehr gefühlvoll ist und immer richtig lieb ist zu seinem Pferd und immer stundenlang mit ihm herumtut und sich auch immer überlegt, wie er etwas verbessern kann. Ja, also ich glaube auch, dass dieser familiäre Zusammenhalt und dass wir das als Familie machen, auch ein Teil unseres Erfolgsrezepts ist, definitiv. Wir unterstützen uns natürlich gegenseitig und tauschen uns gegenseitig aus. Und zu Hause macht es immer Spaß. Teilweise gibt es auch ein bisschen Streit, aber grundsätzlich denke ich schon, dass meine Familie auch der Grundstein dieses Erfolges ist. Ja. Also damit bin ich einfach nur überglücklich. Ich will auch kein Geheimnis daraus machen. Die letzten zwei Tage, die letzten zwei Prüfungen waren für mich eher enttäuschend. Ich hatte seit der Euro kein Turnier mehr mit Bodyguard und er hatte eine kleine Pause vom Training. Und es ist natürlich logisch, dass man nicht in der Topform zurückkehren kann. Darauf muss man natürlich auch aufpassen, es sind ja auch Tiere. Aber heute habe ich mir vorgenommen für unsere Kühe, das einfach nochmal zu genießen mit ihm und unser Bestes nochmal zu geben. Und das ist aufgegangen und ich freue mich einfach riesig. Ich bin gerade erst vorher zurückgekommen und habe das Ergebnis gar nicht gesehen, weil ich gerade noch bei der Dopingkontrolle war. Und also ich bin echt überglücklich. Schlussendlich kann ich jetzt sagen, nach heute, es war sehr schön für mich. Ich habe sehr gemocht die letzten, was waren das, 9 Tage hier. Aachen ist jetzt sowieso auch so ein bisschen mein zweites Zuhause, weil ich jetzt immer fast jeden Monat hergekommen bin zum Training.
Und eben, ich bin sehr stolz, dass wir uns jetzt wirklich gegen Ende noch steigern konnten. Das war mir einfach wichtig, dass wir da eine Kurve nach oben hatten. Und ja, also Fazit einfach sehr toll. Wird bestimmt in unseren Erinnerungen bleiben. Und noch so allgemein zum Turnier, ist natürlich einfach super, super organisiert, super schön hergerichtet. Ist wie so eine kleine Weihnachtswelt und ich glaube, ist auch ein schönes Saisonende für uns beide jetzt.